Gabi, schön, dich zu treffen. Hi, Dilmann. Freut mich, dich zu sehen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gabi ist die Schwester von Hans Thomann und du hast dich heute bereit erklärt, uns ein bisschen im Shop rumzuführen. Ja. Was viele nämlich gar nicht wissen, ihr habt einen riesigen Laden mittlerweile, den ihr gerade auch ausbaut noch. Du hast mir schon erzählt, du warst lange die Chefin von der Schlagzeugabteilung bei Thomann. Wir gucken uns jetzt natürlich nicht nur die Schlagzeugabteilung an, sondern ich interessiere mich natürlich vor allem auch für die Gitarrenabteilung. Aber wir wollen mal in jeder Abteilung so ein bisschen reinschnuppern. Es ist wirklich gewachsen und es ist auch sehr, sehr wichtig, wirklich die restlichen Abteilungen sich anzuschauen, weil du findest in jeder Abteilung irgendetwas, was du vielleicht noch gar nicht gesehen hast. Also ich freue mich darauf, euch das alles mal zeigen zu dürfen. Ich freue mich auch. Dann lass mal losgehen. Und jetzt sind wir im Eingangsbereich, hier direkt rechts Lichtabteilung, BA-Abteilung. Da laufen wir gleich nochmal rein. Das hier war früher ein Bauernhaus, hast genau. du gesagt? Genau, das waren früher die Nachbarn, die sind ausgesiedelt. Die gibt es auch noch, aber sie haben keinen Bauernhof mehr. 98 wurde hier dieses Gebäude gebaut, dieser Showroom mit Unterkellerung. Also es war dann schon ein Mega-Gebäude. Guck, der Orgel war schon wieder. Du bist wunderbar. Hi Benji. Hey. Also das war jetzt eigentlich früher der Haupteingang. Ne? Mhm. Hier war der erste 68er Laden, hier war der Eingang. Hier in dem Bereich in etwa war die Theke gestanden. Da war der Vorraum, da hatten wir die Gitarrenabteilung. Mein Bruder Hans hat sich ein Aquarium gewünscht. Auch das Aquarium war da und Kanarienvögel hatten wir auch. Also da, wie gesagt, Gitarre, dann haben wir so Farfisa-Orgeln gehabt, Fender-Verstärker, das war alles in dem Bereich. Hier war die Theke und hier war dann eigentlich fast der Laden schon wieder zu Ende. Und das war dann der nächste Anbau, das ist circa 8 Jahre später. Da sind wir dann schon wegen in die Profiliga gegangen. Es war ja so, wir waren ja sehr blasinstrumentenlastig. Mein Papa hat Trompete studiert gehabt. Wir hatten sehr viele Blaskapellen. Und der Hans, das siehst du ja, da steht ja am Synthesizer. Ich glaube, das könnte der DX7 sein, wenn ich mich nicht täusche. Und der Hans, der wollte raus, der wollte in diese Profiliga. Es hat ja damals schon die dicken Kataloge gegeben von den verschiedenen Versendern. Ganz kurz, das ist unser Hans Thomann? Das ist unser Hans Thomann, ja. Dein Bruder Hans. Mein Bruder Hans, ja. Und da sind wir gerade in der Synthi-Abteilung, die hat er eben aufgebaut. Eben, er wollte in diese Profiliga. Wir hatten ja in Franken hier, wir hatten ja gefühlt 30 Tanzsäle, 50, 60 Bands. Da war ja jedes Wochenende, konntest du schauen, da hast du 3 Seiten voll nur Tanzveranstaltungen gehabt. Und das war eben unsere Liga hier auf alle Fälle. Und da hat er gemerkt, okay, Synthis werden gebraucht, große Mischpulte brauchen wir. Wir haben bis jetzt nur Blaskapellen ausgestattet und da wollte er hin und da hat er die Synthis, die neuen Verträge hat er gemacht. Er hat auch, das finde ich so gigantisch, er hat gedüftelt. Er hat ja 2 Berufe gelernt, er hat gedüftelt bis spät in die Nacht. Hans war dann immer in der Werkstatt, hat auch die ganzen Reparaturen gemacht, er hat ja Feingeräteelektroniker gelernt. Aber er wollte dann noch was anderes wie die anderen. Da hat er gedüftelt an einem Interface. Da hat es ja damals die ersten Yamaha-Drammaschinen gegeben und die Sounds waren mega gut. Mhm. Und da hat es ja nur die Sonora, was heißt nur, superschöne Schlagzeuge schon gegeben. Aber es war ja natürlich cool, den Sound aus der Drammaschine zu holen und am besten auf das akustische Set. Es hat ja damals eigentlich auch, als später hat es dann nur Siemens gegeben. Und da hat er sich überlegt, wie bringe ich den Sound von der Drammaschine auf das Schlagzeug? Und dann hat er eben so ein Interface gebaut, hat den Sound abgegriffen und hat Trigger gehabt und hat den Impulsgeber quasi von der Maschine geholt. Und das waren seine ersten Verkaufsschlager. Alleinmerkmal. Das also war früh ja schon. Quasi. Ganz, ganz früh. Der Hans war schon immer ein Visionär, war schon immer ein Tüftler. Das war natürlich schon mal der Fuß auch in was Besonderes. Hat ja niemand gehabt. Niemand. Also da haben sie ja schon von überall geschaut. Ja, und dann ist er weiter, sagt er, also ich möchte die Mischpulte verkaufen für 10.000, 15.000 Mark. Und hat er auch geschafft. Wie gesagt, damals war ja Synthesizer, der Oberheim war ein Riesenteil, hat er 10.000 Mark gekostet, dann CR70 Yamaha.
DX7 weiß ich noch genau, kennt ihr ja alle noch, dann sind die, gibt es ja heute noch, wird heute noch gespielt. Da hat es wirklich Wartelisten gegeben. Da hat es Stress gegeben unter den Musikern, weil die ihre Liste, weil die, jetzt bin ich wieder einen Monat später, also es war Wahnsinn, es war nee, das war eine Zeit, du musstest einfach nur schauen, dass du die Ware bekommen hast. Der ist aus 1935 und ich sage euch was, diese Instrumente, die sprechen mit einem. Schon beim Vorbeilaufen, finde ich. Also ich bin immer total begeistert. Ich finde, also mir geht es so, ich habe in jeder Abteilung ein Instrument, das mich beflügelt. Ja, ja wirklich. Also, im Flügelraum vor allem. Ja. 1923. 1903. Wow. Ihr habt echt ein paar Steinways hier stehen. Ja, ne? Das ist doch Geschichte, was die uns erzählen könnten. Hier sind wir jetzt in der Brassabteilung. Also sehr viele Thomann-Instrumente auf der linken Seite, die Trompeten, dann Flügelhanner. Hier in der Mitte haben wir über 600 Mundstücke, die die Kunden alle probieren können. Waldhörner. Hier sind die Holzblasinstrumente, haben wir natürlich auch jede Version. Einmal die Klarinetten hier, Böhm-System, Oboe, Fagott, dann Klarinetten, deutsches System. Es ist ja so, dass in Österreich, in Deutschland, wir spielen meistens das System und der Rest der Welt spielt das Böhm-System. Dann hier Saxophone, unser Eigenbrands auch. Saxophone haben wir bis zu 20.000 Euro zum Antesten. Hier sind jetzt die Selmer, Keilwert. Und hier haben wir dann, das ist alles unser Thomann Range. Optisch total schöne, ausgefallenes Design, wunderschön. Und hier haben wir natürlich auch Querflöten. Querflöten jeder Preisklasse von 99 Euro bis zu 30.000 Euro. Der Unterschied ist dann halt immer, wie viel Silberanteil haben wir dran. Okay. Massiv Silber. Hörbar. Tillmann, das ist der Wahnsinn. Du hörst den Unterschied zwischen 925er Silber und 975er. Das klingt nun mal weicher. Eine Subgroßbassblockflöte kostet 6.900 Euro. Bis hier ist das Anblasrohr. Habe ich auch noch nie gesehen. Ja. Irre. Da spielen jetzt gerade zwei Kunden wunderschöner Akkordeon. Die spielen jetzt gerade die Scandalivole und die Belduna. Das sind jetzt Instrumente auch für 12.000, 13.000 Euro. Klingen Wahnsinn. Die, wenn du hörst, die klingen jetzt besonders. Wir drehen. Sind die nicht schön? Die sind doch. Super, ein super Sound. Schön ist gar kein Ausdruck. Wahnsinn. Die LKW sind, ran, Regal mit. Die und da habe ich noch genau, eine gesehen. Auch die klingeln, ich habe die letzte gehört bei einem Kunden, sagt, das ist ja so besonders, das ist ja unglaublich. Die Kärntnerland, da liegst du, wir sind gleich fertig. Ja, alles hier haben wir gut, um die 8.000 Euro. Die Instrumente, die Herren da gerade spielen, sind auch so um unter 10.000. Also die ist auch so mein Favorit, auch schon rein von der Optik. Und die schwarze Schönheit auch. Vor allem Profi-Equipment Thomann ist ein geiles Shirt. Gibt es ja die noch? Nee. Schade. Das war unser erstes Logo, das wir gemacht hatten. Ja. Also das war auch eine Zeit, da hatten wir Workshops gemacht. Das heißt, damals hat Kurt Gress mit Spliff, da hat ja Kurt Gress ja damals Yamaha viel gemacht, die haben so Touren gemacht und wir hatten damals, ein Bekannten hat eine große Diskothek und da konnten wir diese Workshops dann machen. Das war eine mega Veranstaltung, waren wirklich oft 1.000 Leute da, das war schon. Und da hatten wir diese T-Shirts gemacht und das waren unsere ersten, ja, dass wir in die Profiliga kommen halt, ne? Oder, ja, das war der Weg. Und hat ja auch geklappt? Hat geklappt. Ja, man muss dazu sagen, also mein Papa, Riesenvisionär, natürlich hat der Papa auch eine ganz wunderbare Frau gehabt, wir sind ja 5 Kinder. Und der Hans ist, muss ich sagen, das ist der Wahnsinn, also ich bin sein. Doch, ich möchte sagen, ich bin einer seiner größten Fans. Das sage ich ihm immer, das will er mal gar nicht hören. Aber es ist so, weil er hat es drauf. Der Hans spielt ja Schlagzeug,
Jetzt gerade lernt er Gitarre. Der Hans spielt super gut Tenoren. Und der Hans ist einer, der spielt einfach. Ich spiele nach Noten. Und wenn du mir die Noten wegnimmst, dann ist Licht aus. Mhm. Hans spielt weiter. Jetzt kommen wir in die nächste Abteilung, Studioabteilung. In der Studioabteilung war eigentlich auch schon alles. Da war mal Keyboardabteilung, Notenabteilung, es war immer so rollierend. Wir haben jetzt hier Synthesizer, Stage-Pianos, Aufnahmegeräte. Ich würde unbedingt noch mal in die Ecke da. Genau, da würde ich sagen, gehen wir auch mal gleich rein. Ist das nicht schön, die schönen Leslies, die schönen Hammond? Das ist ja alles Style wieder wie 70er, 80er Jahre. Auch der Korg-Synthesizer ist wieder da nachgebaut, wie er früher war, der MS-10. Die kommen alle wieder, ne? Wahnsinn! Das ist meine Lieblingsecke hier. Ja, das glaube ich dir. Als alter Musikproduzent. Hier sind ja auch wunderbare Schätze, die schönen Neumänner. Ja. Die wunderbare Neumänner. Alles. Rode AKG, genau. Electro Voice. Und vor allem der nächste Raum, da ist nämlich Outboard im Wert von einem Einfamilienhaus. Ja, das ist natürlich auch ein Raum, das ist schon, fehlt nur noch der coole Drink hier und ja. Dann geht's ab. Der coole Drink so an den Outboard-Geräten, genau. So eine offene Cola. Genau. Ja, auch der Raum wird sich verändern, das wird vergrößert, verschönert. Mhm. Wobei, ich finde den Raum, überhaupt die Abteilung, fast so was Kuscheliges. Ja. Die Jungs aus der Studioabteilung haben gesagt, wir würden gerne umbauen. So, lasst es einfach so. Ich finde, das hat den Style schon. Jetzt in die Schlagzeugabteilung. Das war auch so meine Abteilung, nach wie vor meine Lieblingsabteilung. Ich habe immer Schlagzeuge verkauft. Erzähl uns dann nochmal die Geschichte, wie das gekommen ist und wie so dein Werdegang dann da war, als die Schlagzeugchefin im alten Thomann Musikhandel. Ja, also okay. Wir hatten zwar Schlagzeuge da, schöne Ludwig, schöne Gretsch, Premier, alles war da, aber wir hatten noch keinen Schlagzeugraum, wir hatten gerade gebaut und es war Bedarf und ich wollte auch mehr, ich wollte mehr als nur Blockflöten verkaufen und Noten verkaufen, ich wollte was Besonderes und es hat mir Spaß gemacht. Also ich habe dann mich mit den ganzen Schlagzeugen, mit den Hölzern, mit den Fellen, ich habe sie aufgebaut, ich habe sie gestimmt. Ich habe die ganzen Becken, aus was für Material sind sie, wie klingen sie, wie stimmen sie zusammen. Also das hat mir unheimlich Spaß gemacht, das Material, der Sound, die Einmaligkeit eines jeden verschiedenen Schlagzeugs. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Hier haben wir jetzt den Custom-Bereich. Also das heißt, hier haben wir jetzt unsere DW-Schlagzeuge, die teuren Tama, die Sonora, die Pearl. Also das sind Schlagzeuge bis zu 10.000 Euro oder um die 10.000 Euro. Hier, man sieht, das ist das Typische, das finde ich ja schon wieder total klasse, das ist die Allison-Ohrschrift. So wie sie in den 60er, 70er Jahren war, auch mit dem Glitzer, alles so Retro-Design. Aber das Schönste war für mich trotzdem dieser Ansporn, weil es waren ja damals sehr viele, waren ja fast nur männliche, also Schlagzeuger. Das Schönste war für mich dann einfach immer, wenn mein Bruder Hans hat gerufen, Gabi, Schlagzeugkunden sind da, komm mal. Dann bin ich halt so hingelaufen und okay, was kann ich denn für euch tun, was stelle ich euch denn vor? Und dann habe ich den Blick den Blick gesehen, so, was will denn dieser blonde Engel uns erzählen, so ungefähr. So, das habe ich richtig gespürt und das hat mich natürlich noch mehr angekickt. Aber sie haben mir wirklich, ich glaube auch heute noch, wissen Sie genau, die Gabi erzählt kein Müll, ich hab immer das Richtige verkauft für die richtige Musik. Und ich glaube, das machen wir heute noch alle. Wir fragen immer, was willst du damit, was hast du vor? Mhm. Und das Schlagzeug, wie gesagt, dass man den Stein in die Bassdrum legt, dass eben diese Signature-Schlagzeuge total anders klingen wie das Ludwig. Also es war
Es macht mir heute noch Spaß. Es macht mir Spaß. Das hat dich noch mehr angespornt, dass du eben so Gegenwind bekommen hast von den Kunden, die das hat mich angekickt. Ich war schon immer jemand, der liebt Herausforderungen. Also wenn ich immer so meine Orders gemacht habe und ich hatte einen Außendienstmann, der war der Meinung, ich soll doch jetzt von den Sets 50 Stück verkaufen, dann sage ich, nee, also das muss ich selbst bestimmen. Ab dem Moment, wo du mich knebelst, geht es irgendwo gar nicht mehr, dann wird es so auf 100. Na? Ja, also hat mich angekickt, doch. Toll. Und jetzt gehen wir in die neue Tramabteilung. Hier war früher die Snare-Tramabteilung. Da haben wir jetzt nur diese kleinen Jungle-Sets, die Club-Sets, alle. Ich weise darauf hin. Thomas, diese schöne Tobiche. Ja, davon habe ich auch einen. Das ist mein Part. Ach, wirklich? Ja. Die hast du dir ausgedacht? Habe ich mir ausgedacht. Geil. Habe ich auch Karo gegeben. Ich glaube, so einen grünen habe ich im Studio. Wir machen für nächstes Jahr im Jahr 70 Jahre Thomann. Da lassen wir uns auch was Schönes einfallen. Das ist jetzt unsere neue Schlagzeugabteilung. Den Snare-Raum. Was soll man da dazu sagen? Lauter schöne Babys denn hier. Geil, ne? Wir hatten schon 1000 Becken hängen, haben wir uns gedacht. Ja, wunderbar. Aber wir haben jetzt so ein bisschen so Platz noch mehr geschaffen. Jetzt haben wir auf jeden Fall knappe 1200 Becken antestbereit. Wow. Und das ist natürlich schon mega. So viele Becken, gerade die handgemachten Becken. Wenn ein Kunde irgendwas sieht oder wenn irgendwas ist, was er im Internet gesehen hat und es steht nicht hier, dann gehen Sie zu den Jungs, dann wird eine Bestellung aufgegeben, als würde der Kunde von außen was bestellen und dann innerhalb 20 Minuten hat der Kunde die Möglichkeit, jedes Instrument zu testen. Das cool. Aus dem Lager möchte. Gebracht und es ist dann das, hier. Genau. Cool. Was halt, was natürlich, wenn jetzt jemand ein Marimbafon oder ein Schlagzeug, da wäre schon sinnvoll, einen Tag vorher das zu avisieren oder Gitarre oder sowas. Oder Chimes, Bongos, das ist kein Problem. Und da haben wir jetzt halt die Schlagzeuge, unser Dopseller Schlagzeuge. Erzähl mir nochmal die Geschichte mit dem Bild. Ja. Das Bild, ne? Das finde ich auch so, da muss ich jedes Mal lachen. Also, ich meine, die Versteiger schon allein, wenn man sieht, wirklich klasse, diese schönen Fuchsversteiger. Drüber nicht zu vergessen, die schönen Fuchsorgeln, beziehungsweise das waren jetzt Farfisa und haben auch eine von Fuchs gehabt. Aber was dich jetzt interessiert oder was du jetzt meintest, ist, die Gitarren hängen da an der Stange, die so sichtlich durchgebogen ist. Und dieses durchgebogene, ja gut, wir hatten gebaut, ja, und irgendwie das Geld ist ja immer irgendwie schon in Musikinstrumente geflossen. Ja, mein Papa war natürlich erfinderisch, irgendwo muss man es ja her haben. Hat er von der Wasserleitungsrohr, hat er die Stange über gehabt, dann hat er die Stange hingehängt. Und ich darf das so sagen, und da wir natürlich auch noch einen Bauernhof hatten und auch Schweine hatten und geschlachtet haben, da hat es immer so Wurstbändel gegeben, wo man die Würste mit zusammenbindet oben. Und da waren die Gitarren dann gehangen. Also das waren so die, das war so die ersten. Es war natürlich dumm, wenn es die Runde gemacht hat, hat es manchmal blong, blong, blong gemacht. Das war ein bisschen uncool. Ja, aber da waren schon die teuren gehangen. Das war schon. Und jeden Freitag mussten sie geputzt werden. Will ich dir eine Anekdote dazu kurz erzählen? Apropos putzen, muss ich dir trotzdem erzählen. Ja, da war so eine schöne AS-200. Mhm. Die schöne Ibanez kostet jetzt auch, gibt es ja wieder. Die war vergoldet. Und die habe ich so schön geputzt, dass kein Gold mehr drauf war. Das ist ein bisschen zu gut gemeint. Zu gut gemeint. Das ist nur so eine kleine Anekdote. Das vergisst man halt nicht, so kleine Dinge.
Und jetzt sind wir hier in der Custom-Gitarrenabteilung mit lauter schönen Gitarren. Einer schöner als die andere. Also wir haben da auch so wirklich Fans, die kaufen sich so limitierte Gitarren, das ist der Wahnsinn. Die würde ich mir kaufen, schon allein wegen dem Koffer. Du hast gerade schon erzählt, ihr seid 5 Kinder in deiner Generation. So. Und Thomann ist ja auch, es ist ja schon auch immer noch ein Familienunternehmen. Auf also, alle Fälle, ja. Es ist ja der Hans Thomann Junior, auch wenn es jetzt kein Junior mehr ist, aber der Sohn vom alten Hans Thomann, der noch geschäftsführend, also der CEO ist. Und du bist noch in der Firma tätig. Und wie ist es mit deinen Geschwistern? Und also wie groß ist diese Thomann-Familie, die wirklich noch hier arbeitet? Ganz groß. Also pass auf. Da muss ich aufpassen, dass wir nicht irgendwelche Cousins noch vergessen. Ne? Muss ich wirklich dazu sagen. Also mein Bruder, klar. Dann meine Schwester Elisabeth, die macht die Buchhaltung, hat das Prokura. Mhm. Muss ich sagen, Elisabeth, die rockt alles, was die schon alles geschaffen hat, die ist ja seit Anfang an dabei. Ich hole jetzt gerade ein bisschen aus. Wir hatten vor vielen Jahren noch so Sommerfeste, die waren unten am Parkplatz, so wo der See ist. Und also vor vielen Jahren, da hatten meine ganzen Geschwister, die Mädchen, jede Menge Kuchen gebacken für das Fest. Also das Elisabeth, meine Schwester Doris, wie gesagt, Elisabeth macht die Buchhaltung. Die hat jede Steuerprüfung, was die schon alles gemacht hat, bin ich begeistert, wirklich Wahnsinn. Und bei der Elisabeth, bei meiner großen Schwester, arbeitet schon wieder ihre Tochter und von ihrer Tochter der Sohn. Die sind jetzt alle in der Buchhaltung. Dann hat die Elisabeth, ich bleibe bei meiner großen Schwester, den Markus, der ist CEO bei meinem Bruder Hans, seine rechte Hand, möchte ich sagen. Und dann, ja, ich war in meinem Verkauf, so wie mein Hans auch, wie mein Bruder Hans auch. Dann haben wir meine Doris, meine Schwester, meine kleinere Schwester, die ist Rechnungsprüfung. Checkt alles, was so, die ist wie so eine kleine Trüffelnase, sage ich immer, die macht das super. Und mein kleiner Bruder, der Stefan, der macht IT. So, lieber Thielmann, jetzt schau doch mal in deine Lieblingsabteilung. Meine Abteilung. Und wenn du irgendeine gesehen hast, die du noch spielen möchtest und ist nicht hier, sie ist sofort für dich geholt. Rein und euch mal so anschauen, frei, ne? Wie schön dieses Gefühl, diese Luft. Schau, wie erhaben sie alle dastehen, oder? Ha? Sie wirklich alle dastehen. Das ist einfach schön. Was bedeutet für dich das Unternehmen Thomann? Also was willst du, was Menschen mit Thomann assoziieren, wenn sie an das Unternehmen denken? Oh, dass das Strahlen in die Gesicht kommt, dass sie sich freuen, dass sie wiederkommen, dass es für sie ein Erlebnis ist einfach. Ja, doch. Und was bedeutet für mich persönlich, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich alles, das ist mein Leben. Also das ist ich kann früh um 7:30 im Laden sein. Das taugt mir, das ist schön. Und ich vermisse nichts hier. Ich habe die wundervollsten Menschen. Ich treffe unheimlich viele Musiker hier. Und Musiker sind eh was ganz Besonderes. Ein wunderbares Volk. Die sind so unkompliziert. Die sind einfach, wenn du manchen Musiker siehst und der spielt irgendein Instrument und du meinst, der hat Drogen genommen, obwohl er keine genommen hat, so trägt ihn die Musik.
Und wie sagt mein Bruder schon, das ist, ich empfinde es auch, das ist eine Sprache. Eine Note, eine Sprache. Ein Lied, eine Sprache. Das ist doch geil. Wer hat das? Außer Musiker, niemand. Genau. Gabi, vielen Dank für deine Zeit und dafür, dass du uns die schönen alten Familienfotos gezeigt hast. Ich habe viel gelernt über Thomann heute. Und danke für die tolle Führung, danke für die tollen Geschichten. Und ja, ich sage nächstes Mal Bescheid, wenn ich wieder hier bin. Und dann trinken wir nochmal einen Kaffee. Auf alle Fälle, ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich danke dir. Es war super angenehm. Dank dir. Bis ganz bald. Bis ganz bald. Ja, ciao, ciao.